Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Jemand hat uns auch heute wieder geschrieben und bedankt sich für diese Sendung. Danke auch für die Hoffnung um 12. Ich empfinde diese Zeit als sehr ermutigend. Es ist eine gute Idee, dass ihr um oder für bestimmte Dinge, Situationen und Umstände betet. Da kann man sich wiederfinden, egal ob als jemand, der selbst ein Anliegen hat oder als Fürbitter. Dankeschön und Gott segne eure Arbeit. Und das ist wunderbar und da freuen wir uns. Und das ist genau unser Anliegen, dass wir Menschen ermutigen wollen und für sie beten wollen. Und dass wir aber auch Zeugnisse hören, was Menschen mit Gott erlebt haben. Hoffnung um 12, wir wollen ermutigen. Heute möchte ich etwas sagen über entweder Leben in einem Überlebensmodus oder in der Fülle. Und lass uns auch heute dein Gebetsanliegen wissen über gebet@missionswerk.de im Chat oder übers Telefon bis 13 Uhr. Ja, wie lebst du? Lebst du in einem Überlebensmodus, was so viele Menschen leben? So nach dem Schema, also es reicht, also nur, dass ich so durchkomme und ich mache nur das, was ich gerade brauche. Ich brauche auch nur das Geld, was gerade nötig ist und ja, dass ich einigermaßen rumkomme. Oder lebst du in der Fülle? Ich sage jetzt nicht in einem finanziellen Reichtum, sondern in der Fülle. Wenn die Bibel von Fülle spricht, ist das nicht nur finanzieller Reichtum, sondern auch wirklich die Fülle der Frieden. Also wenn ich die Fülle Frieden habe, ist das was Wunderbares. Manche, die leben immer so mit einem Reservetank. Da ist der große Tank noch nie gefüllt worden und immer mit dem Reservetank, das reicht doch. Wie die Leute, die sagen, ich tanke immer nur für 10 Euro und meinen, sie sind dann richtig sparsam. Aber so leben auch manche, die immer nur in Gottesdienst gehen und meinen, das reicht alles. In Epheser 1, Vers 19 und 20 heißt es, ihr sollt erfahren, mit welch unermesslicher großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Und das möchte ich dir zurufen. Lass wirklich Gott in dir den Glauben stärken und eine Größe in dir groß werden von Gott. Lass Gott groß werden in dir und sei nicht mit wenig zufrieden vom geistigen Bereich, von dem, was Gott dir geben möchte, sondern sehne dich nach der Fülle, denn er hat die Fülle für dich. Herr, ich danke dir dafür, dass du heute jedem, der zuschaut, von dieser Fülle geben möchtest. Danke, Herr, für jeden, der aus seinem Überlebensmodus raus möchte, der wirklich nicht immer an der Grenze leben möchte, dass man gerade noch so durchkommt, sondern, Herr, der sich erfreuen kann an deiner Fülle. Danke, Herr. Amen. Amen. Folgendes Gebetsanliegen kam per YouTube. Bitte betet für meinen Bruder. Er bekommt sein Leben nicht auf die Reihe und nimmt immer noch Drogen, dass er wieder zu Gott findet. Als Kind war er gläubig. Er ist auch ein Risikofaktor für Corona. Jesus, ich danke dir für diesen Mann, dass du auch ihm ganz nahe bist. Und ich danke dir, dass diese Drogen keine Macht mehr über ihn haben. Wir danken dir, dass wir diese Macht entmachten dürfen durch dein Blut, das du vergossen hast am Kreuz von Golgatha. Und diese Mächte der Finsternis sind besiegt. Und wir danken dir, dass er frei wird von dieser Macht der Drogen. Und ich danke dir, dass du ihm ganz nahe bist, dass er wieder zurückfindet zu dir und dass er wieder Fuß fasst und dass er wieder wirklich dich als Herrn erlebt und dass er weiß oder wieder spürt, dass du ein realer Gott bist. Danke, Jesus. Alle die Menschen, die unter Süchten leiden, unter Drogen oder was auch immer für Süchte, wir danken dir, dass du jeden berührst und dass die ganzen Süchte auch entmachtet sind durch das Blut Jesu. Und ich danke dir, dass sie frei werden und dass du ihnen jetzt ganz nahe bist.
Danke, Jesus, und dass du diesen Mann auch bewahrst vor Corona, vor Viren, vor Krankheit. Ja. Danke, Jesus, dass du deine schützende Hand über ihm hast. Ja. Danke, Amen. Jesus. Amen. Amen. Und ein weiteres Gebetsanliegen. Ich bitte um ein Gebet für Heilung und Wiederherstellung von meiner Ataxie, meiner Sprache, Lähmung, Bandscheibe und meinen Augen. Ich hatte vor 24 Jahren einen Verkehrsunfall gehabt. Ich bin jetzt 33 Jahre und würde mich über ein Gebet sehr freuen. Jesus, und ich danke dir, dass du auch diese Person kennst. Und du siehst, sie braucht wirklich eine Rundum-Erneuerung. Und ich danke dir, dass du alles, was da kaputt ist, wieder heil machst. Danke. Du kennst jede Ursache und du weißt, wie alles zu beheben ist, weil du ein Gott der Wiederherstellung bist. Und ich danke dir, dass du gerade jetzt diese Person berührst und dass sie heil sein darf in dir. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Ein weiteres Gebetsanliegen. Per E-Mail kam dieses und da schreibt uns jemand, seit Anfang dieses Jahres habe ich immer wieder Magen-Darm-Probleme und Infekte sowie eine Gürtelrose. Jetzt ist ein neuer Infekt aufgetreten mit Verdacht auf Coronavirus. Ich bitte Gott um Heilung von den Infekten und meinen Magen-Darm-Problemen. Seit Mitte Februar lebt meine 83-jährige Mutter bei mir, betet, dass sie gesund bleibt. Danke, Herr. Herr, du siehst jetzt das ganze Anliegen und die Magen-Darm-Probleme, Herr. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, für die Mutter und danke, Herr. Herr, danke, Herr, dass Heilung wir hineinsprechen, Heilung, die von dir kommt. Herr, ich danke dir dafür. Herr, auch hier für Frieden, Herr, über diesen Personen, Herr, deinen göttlichen Frieden. Und ich danke dir, dass die ganzen Organe wieder richtig gut funktionieren, Herr. Auch jeder, der jetzt zuschaut, Herr, wenn irgendwo Organe nicht funktionieren oder nicht richtig funktionieren, wir rufen die göttliche Ordnung in diese Organe hinein. In deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Und ein weiteres Gebetsanliegen. Bitte betet für meinen Mann, der seit Februar bis Juli 2020 durch Streukrebs mit einer Chemotherapie behandelt wird. Das ist nicht nur für ihn eine große Belastung. Seit dieser Zeit hat er sich sehr verändert. Sein komplettes Wesen hat sich in allen Lebenslagen in Aggressionen umgewandelt. Es ist für mich sehr schwer. Und auch ich habe Probleme. Der Ischiasnerv mit dem verbundenen Muskel macht mir große Probleme. Trotz Behandlungen löst sich der Schmerz nicht auf. Bitte betet für uns. Vielen Dank. Ja, Herr, danke für diese beiden Personen. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du auch Heiler bist. Und Herr, du hast schon so viele auch an Krebs geheilt. Und ich danke dir dafür, Herr, berühre. Berühre du Geist, Seele und Leib, Herr. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr, dass auch wieder einen Frieden zurückkommt. Herr, dass die ganze Aggression weichen muss in Jesu Namen, dass Liebe hineinkommt, dass Platz ist für deine Liebe. Ich danke dir und auch, Herr, den Ischiasnerv und dass da alles nicht in Ordnung ist. Ich danke dir dafür. Lass du wunderbar Heilung fließen, Herr. Herr, was du am Kreuz für uns gewirkt hast. Ich danke dir. Amen. Amen. Gott greift auf vielerlei Art und Weise bei Menschen in ihr Leben ein. Und hier zwei Beispiele. Eine Frau hat per E-Mail folgendes Zeugnis geschickt. Liebe Isolde, lieber Daniel, schon vor ein paar Jahren hatte ich das Gebetsanliegen eingesendet, dass meine Schwester eine Gemeinde findet und sich ihr Mann bekehrt. Ein paar Monate später sind sie besuchsweise tatsächlich in einer Gemeinde gelandet. Dort hat sich mein Schwager inzwischen bekehrt. Es war auch keine Eintagsfliege. Es ist erstaunlich, wie ihr Leben im Alltag und ihre Gespräche mit ihnen sich verändert hat. Danke für die Gebete.
ist wunderbar, wie Gott in Leben eingreift und ihnen eine total andere Wendung gibt. Und auf WhatsApp: Vielen Dank für die Sendung Hoffnung um 12. Gott spricht mich dadurch sehr an, besonders durch die Gebete. Gerade gestern wieder. Er hat mir bei dem Gebet, wo es um Vergebung bezüglich dem Arbeitgeber ging, gezeigt, dass ich dies nach so vielen Jahren auch noch tun sollte. Dies und zahlreiche weitere Gebete sprechen mir von Gott her Mut und Zuversicht zu. Gott ist spürbar dabei bei dieser Sendung. Vielen Dank. Ja, hast auch du etwas Wunderbares erlebt? Lass es uns wissen. Es ist doch immer schön, das zu hören, was Gott tut. Den Tipp des Tages heute: Ich habe von Überlebensmodus gesprochen, wo so viele sind, und du sagst vielleicht auch, ich hätte gerne Fülle, kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich sag dir, tu eines: Wenn jetzt diese Sendung rum ist, falte deine Hände und sprich mit deinem Gott und sage: Lieber Herr, du mein Gott, führe du mich aus meinem Überlebensmodus heraus in ein Leben der Freude und der Fülle. Und ich sage dir, Gott wird es tun. Gott wird es tun. Ich gönne es dir von Herzen. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Du kannst uns weiterhin deine Anliegen schicken und das Telefon ist noch bis 13 Uhr für dich da. Ja, es ist wieder Wochenende und ich möchte dich einladen, am Sonntag um 10 Uhr bei uns im Gottesdienst zu sein mit Livestream oder YouTube. Und es wird zu Gast Johannes Justus sein, der Präses vom BFP. Komm einfach, schau vorbei im Internet und du wirst bestimmt gesegnet. Nenne uns auch dein Feedback, das wäre richtig schön, und was du mit Gott erlebt hast. Wir freuen uns bis zum nächsten Mal und wünschen dir Gottes Segen. Alles, alles Gute.